Hallo und herzlich willkommen zu Foundation. So, weiter geht's hier. Ich muss erstmal wieder durchsteigen. So, wir haben ein Herrenhaus, nee, zwei. Wir können 1100 Gold lagern. 107 Mitbewohner, würde ich sie mal nennen. Mitwuselinger. So, wir starten. Auf geht's, lasse laufen. So. Jo, Bäcker und so, was haben wir alles? Kein Mehl. Drei. Hier ist Wolle. Warte mal. Ist aber kein Mehl. Okay. Brauchen wir noch eine Mühle oder wie ist? Windmühle. 200 Gold, ja. Bitte schön. Bau mal und dann, wäre vielleicht besser, ne? Wäre ganz gut, wenn wir unser Hab und Gut verkaufen wollen, sollten wir es auch haben. Abeck meint, er hat doch irgendwo Mehl lagern können. Also es ist ja genug Getreide da. Nur, ja. Holt ihr jetzt euer da und dann, da kommt sie. Oder? Sind sie das? Na, der eine zumindest, super. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute, Leute. Das geht doch nicht hier so ohne Mehl. Müll wollte ich gerade sagen. Ohne Müll geht es natürlich auch nicht. Zwei neue Dorfbewohner, super. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt. Ein Krach, wenn man so ein bisschen reinzoomt hier. Oh. Speichern. Bleibt das immer stehen, huh? Mit einem Baum. Sieht schon schön aus, unser Dörfchen, oder? Hier wird geackert. Schafe ziehen übers Land. Mörr. Voll geil. Und überall wird fleißig gearbeitet. So mögen wir das. Manchmal ein bisschen schwierig hier mit der Kamera, aber ist okay. Unsere voll prall gefüllten Lagerräume. Unsere mutigen Soldaten. Ja. Ja, ich finde das schon cool. Das ist echt geil. So, die zweite Mühle ist auch fleißig im Bau, ja? Naja. Oder so. Die bauen da hinten, ne? An dem Eisen. Na, an der Schmelze und so. Schon mal gut. Sehr gut. Gibt's denn jetzt auch bald wieder Brot, ja? Mein Gott, Wolle haben wir ohne Ende. Allerdings. Fische sogar. Wo habe ich denn das Mehl? Ich hab doch gesagt, die sollen irgendwo das Mehl lagern, oder spinne ich jetzt hier direkt? Ja, hier. Okay. Und hier? Weizen. Und Mehl. Na gut. Ja. Wird schon passen. Wie weit sind die denn da hinten? Eisenschmelze. Boah. Okay, na. Und
Schmiede. Sehr schön. Und natürlich das Lagerhaus. Ja, können wir ja gleich wieder ein paar Jobs vergeben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Wird schon laufen, wird schon laufen. So, ich muss noch mal ganz kurz einen Überblick haben hier. Sieht ja gut aus, ne? Oder? Auf jeden Fall. So, Abbau läuft auch. Landwirtschaft ist hier unten. Sehr gut. Aufforstung haben wir nicht so viel, glaube ich. Hier und da. Naja, das geht. Verbotenes Land haben wir nur die. Alles klar. Ja, das wird schon kommen hier. Ist hier schon wieder nichts mehr drin. Erin und Otto. Jetzt gebt mal ein bisschen Gas, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, bei Essen haben sie jetzt eigentlich doch genug, oder? Naja, es fehlt ihnen an Essen. Hm, hier ist ja auch ein Stand. Ja, hier gibt es Fische und Kleidung. Alles gut. Hier wohnen ja kaum welche. Aber hier ist auch ein Markt. Da hat ein Brot, ist nur nichts drin. Oder? Und hier gibt es noch einen Marktstand. Hier gibt es Beeren. Prima. Oder? Ich meine, hallo? Hab ich doch gut verteilt. Wieso fehlt denn das an Essen? Automatisch speichern. Ja, also ich finde das schon gut. So. Ja, da hinten geht's voran. Das gefällt mir. Ja. Unser Dorfeingang wird auch langsam, ne, wenn man so kommt. Oder? Sollen wir da noch so ein bisschen Zaun zwischensetzen? Wollen wir mal gucken hier. Gab's doch Zaun irgendwo. Das war der. Was war wohl der andere? Wir hatten da noch einen anderen Zaun, oder? Ich glaube, den fand ich besser. So, sieht doch schon gut aus. Finde ich. Oder? Ja, so ein bisschen einladend. Wenn man hier so... Wenn man hier so kommt. Ich finde das schon schön. Na klar. Na, Wolle haben wir wohl genug. Da brauchen wir jetzt nicht noch so einen Schäfer. Das ist okay. Mit Wolle können wir uns, glaube ich, beschmeißen. Auf jeden Fall. So, und hier können wir dann auch gleich unsere Werkzeuge selber herstellen. Das ist schon mal gut. So, was können wir denn da noch rein? Die brauchen das. Und
Was? Noch mal ein bisschen höher. Kohle und hier das Eisenerz, ne? Genau. Das sieht gut aus. Naja. Muss halt erstmal alles da sein, was sie so brauchen. Wo denn? Ach da. Und wo geht der jetzt hin? Die Schafe müssen mehr. Ich finde das gut, der da im Brunnen steht, oder? Was ist mit dem? Alles gut, oder? Weiß ich nicht. Zwei neue Dorfbewohner. Ja, das klingt doch toll. Können wir machen. Sehr schön. Sehr gut. Geht voran. Mühle muss halt noch ein bisschen warten, aber das ist ja nicht so schlimm. Das machen die dann gleich danach, da bin ich ganz sicher. Und dann haben wir auch ein bisschen... bisschen mehr Mehl für Brot. Das ist schon ganz gut. Unsere Bäcker haben nicht genug Mehl, das ist es mal. Wird schon passen. 10 Steine. Na jo. Ne? Na klar. So, wie ist es mit unserem anderen Bergfried hier? Da sind auch fleißig unsere Soldaten hier. Sehr schön. Alles super. Ob und wozu wir die brauchen, weiß ich zwar nicht, aber wir haben dann wenigstens welche. Denke ich mal. Schon okay. Ja. Ah, ja. Das, was ist das hier? Ach so, das ist nur ein Wohnhaus. Ich finde, das könnten sie ja auch ein bisschen wegbauen. Ja. Kommt ganz gut. Natürlich auch Abbaugebiet. Ne, hier auch. Alles weg, bitte. Ja. So, damit wir genug Holz rankriegen hier. Es wird im Moment ja alles verbaut. Aber ich finde, wir sind schon ganz schön gewachsen, wenn man mal darüber nachdenkt, wie das angefangen hat mit einem Brunnen in der Mitte und 5 People. Wahnsinn, oder? Also ich finde das schon bemerkenswert. Mittlerweile haben wir Fachwerkhäuser und 111 Leute. Echt toll. Richtig großartig. Ich finde das super. Hier, da läuft die Mühle wieder. Prima. Geht gut, geht gut. Geht richtig gut. Ja, das war auch nichts.
Ja, hier ist richtig was los. Also, ich find's gut. Das ist noch eine Sammlerhütte entgangen, ne? Ja, ja. Alles klar. Ja, ich würde ja wenigstens gerne sehen, wie es ist, wenn hier eins fertig ist von diesen... von der Schmelze oder der Schmiede, je nachdem. Das wäre schon super. Das ist richtig zu Gange, kommen sie hier nicht? Alter, 450 Steine läuft bei uns. Ja. Wir können ja auch mal ein bisschen vorwärts hier. Zack. Bisschen schneller geht das alles. Wäre schon cool. Schon echt putzig. Soldaten sind doch so geil. Und den Bergfried haben wir so schön gemacht da mit dem runden Eingang. Das müssten wir ja eigentlich auch nochmal machen, oder? Guck mal, was das hier so gibt. Bergfried. Holztor. Okay, das können wir ja drehen. So. Drehen. Da steht das schon mal gut. Trainingspuppe haben sie ja, Zierfahne, Holztor, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. So. Zierbaum. Die Tanne stehen. Ja, toll. Da steht ein Haus. Und dann bräuchten wir noch ein Holztor. Eins mehr. So. Ja, ne? Auf geht's. Mal gucken, wie es dann aussieht. Finde ich gut. Warum ist das noch so ausgegraut? Also. Okay. Wir werden sehen. Hey, Gebäude fertiggestellt. Eisenschmelze. Perfekt. Wie viele passen da rein? Zwei Stück. Und ab dafür. Sehr gut. Irgendwo hatte ich einen Markt gebaut. Frag mich nicht. Den finde ich ja nie im Leben wieder. Wo hatte ich den denn gebaut? Hier ist einer drin, ne? Ja, zwei sogar. Wo hatte ich denn noch einen gebaut? Habe ich noch gedacht. Da brauchen wir auch mal was. Mit einer Straße hier. Henry. Das auch. Da auch. Henry, Mehl und Helene. Okay. Wusste ich gerade gar nicht mehr, wo ich das... Was ist hier los? Achso, hier. Waren. Okay. War vielleicht, glaube ich, sogar der, ne? Für Klamotten. Ich glaube schon. Gut. So, hier geht es jetzt mit der Mühle los. Sehr gut. Richtig, richtig sehr gut. Dann gibt es gleich mehr Mehl, das heißt mehr Brot. Sehr gut. Klamotten geht auch voran jetzt hier. Mit dem...
Ja, schön hier. Nur die Bäume wachsen. Das muss noch fertig. Und dann kann es losgehen. Na klar. Jo, die Mühle läuft auch ganz gut, denke ich mal. Sieht doch schon fast fertig aus. Prima. Dann wird es auch mehr Brot geben. Dann sind unsere Bewohner zufrieden. Klamotten. Also die können doch hier überall bauen, ist doch Platz hier überall. Jetzt hör auf. Die Sammlerhütte ist auch zugange, schön, eine mehr. Für die Bären. Und auf jeden Fall genug zu essen. Hm? Jeden Fall, ne? Da wollte ich hin. Auch gleich fertig. Sehr gut. Dann kann es richtig losgehen. Sehr schön. Fertig. So, was ist hier? Nö, will ich nicht. Danke, nein. Im Moment noch nicht. Wir möchten erstmal alles für uns behalten. Auf jeden Fall. Sieht schon echt gut aus. Auf jeden Fall sehr gut. Wenn jetzt die Mühle hier gleich noch mitarbeitet, die ist ja auch gleich fertig. Dann haben wir auf jeden Fall auch hoffentlich genug Mehl für Brot. Brot. Das ist wichtig. Unsere Bewohner genug zu essen haben. Na? Kann hier auch nicht mehr lange dauern. Läuft echt gut, ne? Der eine bringt was hin, der andere bringt was weg. Oder holt was weg. Sehr gut. Ja, läuft wie geschmiert. Wo ist jetzt unser Baumeister hier? Der Freie oder was? Haben wir nur einen? Jetzt hör mal auf. Haben wir überhaupt Arbeitslose? Vielleicht können wir noch einen Baumeister mehr einstellen. So. Wir haben überhaupt keine Arbeitslosen. Was sagt ihr? Geil, ne? Siehst du, oder? Klasse. Ja. Kann man das besser sehen? Schon nicht schlecht. Da ist sie ja. Hier. Elisabeth. Oder Elizabeth. 18 Jahre alt. Bisschen unzufrieden, weil Hunger. Naja. Aber wir kriegen doch zwei neue Dorfbewohner, ne? Stand doch da eben. Warten wir ein bisschen. So, hier ist unser Stadtbrunnen. Vielleicht kommen sie dann ja nochmal angelaufen. Oh. Da sind sie noch nicht. Da hinten. Da kommen sie. Super. Komm schnell, meine kleinen Wusels. Gibt hier einen Job? Oh, zwei Mädels. Ja, super. Das ist gut. Anmelden. Zack, zack. Ab dafür. Sorg mal für Futter. Ja, prima. Alles klar, dann haben wir schon mal zwei Mühlen. Jo, ich würde sagen, Wuseling wächst langsam. Mir gefällt es auf jeden Fall. Hier sieht es auch schon richtig gut aus, guck mal. Ne, so unsere Bergfried hier. Sehr schön. Jo, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.